So, neben mir stehen Michael und Simon. Genau, Simon und ich, wir haben gerade gegen Michael Armdrücken verloren. Zu zweit. Zu zweit. Was für ein Kerl, oder? Ja. Also wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Vor 3 Wochen das erste Mal gesehen, so um den Dreh, ja. Und ihr versteht euch immer noch, ne? Ja, wunderbar. Also ich meine... voll im Griff. Simon, wir sind hier in Altena. Soweit ist das schon mal klar. Was macht ihr hier? Was ist das hier für eine Station? Ja, also erstmal, wir sind hier genau in der Gemeinde Altena. Hier der Ort heißt Altenburg. Ja. Und ja, wir sind die Versorgungsstation. Wir haben so ein bisschen Supermarktartikel hinten in dem Zelt. Ein paar Klamotten, Arbeitsschuhe und ja, Werkzeug. Das ist quasi alles hier in dem Teil. So, das ist mittlerweile das Wichtigste hier. Und... ja, wir sind schon verschiedene Male umgezogen und passen das immer so ein bisschen an die aktuellen Gegebenheiten, was gebraucht wird. Das mit den Lebensmitteln, sowas, das geht halt mit der Zeit jetzt langsam immer weiter zurück und es ist eher dann Bedarf an Werkzeug. Wo kommst du her normalerweise? Ich komme aus Hessen, Dillenburg, die Ecke, genau so zwischen Siegen und Gießen. Bist also auch freiwilliger Helfer hier? Genau, ne? Genau, ich bin auch freiwillig hier. Genauso wie Michael. Wo kommst du her, Michael? Ursprünglich aus Dernau. Also auch aus einem der betroffenen Orte? Genau, genau. Aber ich bin vor 3 Jahren nach Bonn gezogen. Hab meine Familie aber noch in Dernau in Ahrweiler. Freunde natürlich hier. Ich spiele hier noch in 2 Bands. Wir haben unsere Proberäume hier. Also immer noch verbunden zu der Region. Und natürlich nah. Ne? Also ich meine, Bonn ist jetzt nicht so weit. Du bist Schlagzeuger? Nee, Bassist. Okay. Ja, mit die wichtigste Frage, wenn du sagst, du hattest auch Familie in der Flutnacht. Wie war es? Wie geht's denen? Ist denen was passiert? Nö, denen geht's super. Also... meine Mutter war kaum betroffen, mein Vater war sehr betroffen, also die Wohnung, also er selber zum Glück nicht. Die haben wir ziemlich zügig leergeräumt bekommen. Er ist auch schon umgezogen, hat schon eine neue Wohnung gefunden, also da ist jetzt alles safe. Aber wir waren ja super viele Leute, also immer noch super viele Leute. Ne? Und man kann so sagen, die Community wächst eigentlich. Ne? Also ich glaube, wir haben alle Handynummern bis noch und nöcher, haben super viele Ansprechpartner. Ja, und jetzt gucken wir halt, was noch so geht. Ich sag mal so, die richtig fiese Schlammarbeit, die wir so die ersten paar Wochen gemacht haben, die ist jetzt eigentlich vorbei und dementsprechend können wir jetzt hier ziemlich gut helfen. Ja. Ich meine, ich habe mich da jetzt schon rausgezogen, aber Simon vor allem, der ist ja dauernd hier quasi, versorgen die Leute mit Zeug und Informationen und auch sonst mal eine starke Schulter, das schadet auch nicht. Ja. Ist es so, Simon, dass jetzt das Wichtigste, sprich die Schlammarbeit, das ist jetzt überwiegend erledigt und jetzt sind auch Fachleute gefordert, gefragt oder wie würdest du es einschätzen? Genau, also du sagtest das Wichtigste, ich sag mal, das Krisenmäßige, ja. Genau, das ist jetzt gebannt und jetzt geht es erstmal hauptsächlich darum, dass die Häuser getrocknet werden, damit dann der Wiederaufbau beginnen kann und dann werden definitiv viele Fachkräfte, Bauarbeiter und wahrscheinlich auch zu einem sehr hohen Anteil Hobbyheimwerker, die ihr eigenes Heim schon renoviert haben und gesagt haben, hier, da habe ich so und so bei den Dingen Erfahrung gesammelt, da kann ich unterstützen. Ja, bei denen wird es wichtig sein, dass das im Prinzip über die nächsten mindestens 2 Jahre, wahrscheinlich länger, ja, dass da dann auch ein anhaltender Strom von Helfern immer noch kommt, ja, weil einfach bei der Menge an betroffenen Häusern hier überhaupt nicht die Kapazitäten an Handwerkern vorhanden sind, die das dann überhaupt übernehmen können. Genau, ich habe in die Richtung gerade ja schon gezeigt, es ist eigentlich unglaublich auch, Michael. Ne? Ich meine, wenn man mal sieht, da vorne ist dieser Scheitelpunkt. Also wir reden hier nicht vom ersten OG, wir reden ja nicht vom zweiten OG. Das war über dem zweiten OG drüber. Und dann denkt man sich, ey, wo kommt in Gottes Namen bitte diese Wassermasse her? Ja, du musst überlegen, das sind die Häuser, die noch stehen. Ne? Ja. Also, ich hier runtergefahren bin, direkt nach dem Ereignis, sage ich mal, habe ich mich an manchen Orten nicht mehr so richtig wiedergefunden, weil so Punkte, wo ich mich dran orientieren konnte, die waren einfach weg. Ja, das muss ja verrückt sein für jemanden, der aus der Region kommt und sagt, Moment mal, wo ist der Sportplatz, wo ist der Campingplatz? Ja, wo ist meine Eisdiele, wo ist mein Fußballplatz, wo sind die ganzen Campingwagen? Das stimmt schon. Ja, aber so makaber das jetzt auch klingt, im Vergleich zu vor 7, 8, 9 Wochen ist das eigentlich schon neu gestrichen hier. Also es ist echt viel passiert, noch lange nicht fertig, aber also ich meine, ich stehe in Sneakern hier. Also hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das irgendwann mal möglich ist, ja, zumindest vor ein paar Wochen. Ja. Also... es ist schon viel passiert. Simon, wie waren die ersten Eindrücke, als du das allererste Mal hier warst? Was ging dir durch den Kopf? Erstmal totale Überraschung. Man realisiert es dann erst so wirklich, was passiert ist, auch wenn man vorher Bilder gesehen hat oder Videos. Man kann sich es nicht vorstellen, bis man da gewesen ist. Und man kann sich es auch, wenn man es nicht miterlebt hat, kann man sich es auch nicht vorstellen. Man kann es erahnen. Was ist tatsächlich, was du gerade beschreibst, genauso mir ergangen. Ich habe auch die Bilder gesehen, dann war ich das erste Mal hier vor Ort und erst dann denkst du, das packt
das packst du nicht. Kann man erahnen, was abgegangen ist hier, genau. Aber wissen kann man es nur, wenn man dabei gewesen ist. Das ist unvorstellbar. Ja. Im Prinzip war es für dich ja ähnlich. Ne? Ja, ich meine, also ich habe in der Nacht schon Videos geschickt bekommen, als Netz noch ging, sage ich mal. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist viel Wasser. Also in Bonn hast du ja nicht viel mitbekommen. Ne? Also, das ist viel Wasser. Und dann gucke ich so, okay, das ist Ahrweiler. Und dann gucke ich so, okay, das ist der zweite Stock, wo die Person gerade drin schwimmt. Und er kann so mit der Hand durchs Wasser, ist hoch. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, okay. Ein Kumpel angerufen, der auch hierher kommt, auch weggezogen, ist jetzt bei der Bundespolizei mittlerweile. Und dann haben wir uns halt donnerstags direkt schon so ein bisschen in Schale geschmissen, sind dann mal nach Dernau runtergefahren. Mhm. Haben dann da schon gesagt, alles klar, Chef, Freitag komme ich nicht. Und dann im Montag gesagt, so, die nächsten paar Wochen werden auch schwierig, aber... Weil du einfach helfen willst. Ja, wollen, müssen. Also ich meine, so der richtige Helferandrang, ich glaube, das kam erst nach 2-3 Wochen. Wo Leute auch, also klar, man muss das natürlich, wenn man von weiter weg kommt, noch mal ein bisschen verargumentieren können. Ja. Als wenn man jetzt Familie hat, dann kann ich sagen... gibt es gerade keinen wichtigeren Termin, als hier unten Schlamm und Öl zu schippen. Ja, und da muss man natürlich überlegen, Ahrtal ist jetzt nicht so das Gebiet mit dem niedrigsten Durchschnittsalter. Ne? Und jetzt viele Menschen, die hier leben, die jetzt auch körperlich einfach nicht mehr in der Lage sind, die ganz schwer... Ja, dass man der älteren Generation halt hilft, ne? Genau. Ja, oder auch, also ich meine... 3-4 Tage, da funktionieren Menschen, danach ist irgendwann der Schalter umgelegt und dann muss man auch mal Pause machen. Und wenn man da möglichst viele Leute hat, die einem ein bisschen Arbeit abnehmen. Ja. Ich meine, ich bin immer froh gewesen, wenn ich in ein Haus reingegangen bin und mir hat einfach nur jemand gesagt, das und das muss gemacht werden. Und Handschuhe an, Brille auf, Maske an, wenn wir eine hatten, und dann ab dafür. Ne? Zwei weitere Helfer, Simon stelle ich mal neben Michael, damit man euch mal zusammen seht. Ich meine, das ist ein Bild, da gehe ich einfach mal raus. Ja, so ist gut, so ist gut. Zwei großartige Jungs, mein Daumen geht nach oben, ich denke euer auch, und ich finde es fantastisch. Macht bitte genauso weiter. Darf ich noch eine Sache loswerden? Auf jeden Fall. An all die super netten Spender erstmal vielen Dank an euch, und wenn ihr in Zukunft was spenden wollt, tut den Leuten in den Lagern einen Gefallen, fragt vorher an, was wird gebraucht, weil viele Mischkisten, die jetzt zum Teil auch noch antreffen, die viele andere Lager gar nicht mehr annehmen, bedeuten sehr viel Arbeit für die Leute, die das hier sortieren. Und wie kommt man denn an die Lager ran, wenn du das schon so sagst, Simon? Ha, das ist das. Das ist lustig. Das kriegen wir raus und blenden wir ein. Was hältst du davon? Sollen wir das nachträglich irgendwie recherchieren, oder? Also am besten hilft es halt immer, wenn man irgendwelche Bekanntschaften schon hat von vorher oder andere Leute fragt und dann übers Helfer-Shuttle oder sämtliche andere Organisationen, die hier unterwegs sind, ja, immer ein bisschen vorher anfragen, grob informieren, was wird gebraucht, was macht vielleicht nur Arbeit, auch wenn es gut gemeint ist, weil ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn man Leute mit Sachen wieder wegschickt oder Leute, die helfen wollen und dann gerade vielleicht nicht die Arbeit finden, die sie machen können, wenn die dann mit einem leicht betrübelten Gesichtseindruck nach Hause fahren, das tut ja dann auch immer weh, und denke ich auch dann im Nachgang, wenn das dann daheim erzählt wird, schadet es dem Ganzen mehr. Deswegen vielleicht, wenn es schwierig ist, hast du ja gerade eben schon gemerkt, wie man die Lage erreichen kann. Ein bisschen Vorarbeit und dann läuft das Ganze. Mit den Leuten reden, freundlich sein und das eigene ein bisschen zurückstecken, und dann klappt das. Astrein, also das halten wir nochmal fest, auch wenn es eben gut gemeint ist, wie der Simon sagt. Am Ende wäre es besser, wenn man sich zumindest vorher, wenn es irgendwie geht, informiert. Wir versuchen, dass wir die Infos dann auch nachreichen. Nochmal, schaut euch diese beiden Jungs an, Michael und Simon, ja. Großartige Kämpfer, großartiges Herz, tolle Helfer hier, exemplarisch für viele andere auch. Ich finde es toll, und macht bitte nochmal genauso weiter. Dankeschön. Dankeschön.